Tada! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder auf Reisen, sonst würde es kein Video geben. Und zwar bin ich genau da. Wenn ihr Lust habt, meine Reise tagesaktuell zu folgen, dann folgt mir doch auch auf Instagram oder auf Facebook. Und habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach hier unten in der Videobeschreibung auf Abonnieren klicken. Glocke nicht vergessen und dann lass das Intro starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Heute beginnt wieder eine kleine Videoreihe, eine Reisereihe. Denn hier am schönen Bodensee startet meine neue Serie. Wie kann man sie nennen? Von Berlin nach Portugal. Das ist jedenfalls der Plan. Ich habe wie immer nichts geplant und lasse alles auf mich zukommen. Gestern ging es tatsächlich rucki-zucki A9, A6, A81 bis hier an den schönen Bodensee. Heute möchte ich noch eine Freundin in der Schweiz besuchen. Und dann geht es weiter durch Frankreich, Spanien nach Portugal und dort wird die Reise ihren Lauf nehmen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und mich auf meiner Reise begleitet. Dann lasst uns mal starten. Wir beginnen mit einem Frühstück in Vogelhausen. Ganz kurz noch, wie es weitergeht heute. Und zwar treffe ich mich heute mit einer Freundin, die ich in Kapstadt kennengelernt habe. Sie lebt in der Schweiz. Und wenn ich schon mal auf dem Weg bin, dann kann ich auch durch die Schweiz fahren und sie besuchen. Wir haben uns das letzte Mal beim Weihnachten vor anderthalb Jahren gesehen. Und ja, heute geht's erstmal zu Katrin. Dann will ich durch die Schweiz ohne Autobahn. Erstens, weil ich mir die Vignette sparen will. Und zweitens, weil einfach die Schweiz wunderschön ist. Ich liebe diese Berge. Und ja, dann geht's durch die Schweiz weiter und dann durch Frankreich und ab nach Spanien und Portugal. Jetzt fahre ich über den Rhein. Ich bin hier in der Nähe vom Rheinfall von Schaffhausen und hier liegen alle im Wasser und schwimmen bei heute 38 Grad. Ich fahre jetzt einmal mitten durch Zürich. So ist es, wenn man sich die Maut oder die Vignette sparen möchte, dann muss man den Stadtverkehr lieben. Mal kurz zeigen, wie es hier aussieht. Also nicht da draußen. Ich bin gerade in der Schweiz. Ich wollte euch zeigen, wie es bei mir hier im Auto aussieht. Also hier ist meine GoPro. Damit mache ich immer die Außenaufnahmen. Das Blöde ist immer, dass das Fenster sehr spiegelt. Wer da einen Tipp hat, kann mir ja mal in die Kommentare schreiben. Aber was ich euch zeigen wollte, ist dieses Kabel. Das ist so genial. Das hat 4 Anschlüsse. Alles dabei, USB-C, Lightning und Micro-USB. Und also mit einem Kabel kann ich hier alle meine Geräte laden.
Ja, habe ich euch unten verlinkt. Also eine richtig fette Herzensempfehlung. Ich glaube, jetzt habe ich Zürich hinter mir gelassen. Ich bin jetzt ungefähr eine Stunde durch die Stadt gefahren. Und jetzt geht es hier steil bergauf. Ich glaube 17-18%, die armen Radfahrer, aber die haben auch Fahrrad mit Batterie. Ja, und jetzt geht's hoffentlich in die schöne Landschaft. Ich freue mich total. Oh, langsam wird's. Da hinten sehe ich schon hohe Berge. Ich fahre jetzt Richtung Luzern und schaut euch mal die Temperaturen hier an. 38 Grad. So, jetzt bin ich mitten in Luzern und schaut mal das Panorama da hinten. Schaut euch mal dieses Wasser an. Das ist der Lungerner See. Ah, mega. So sieht die Straße hier momentan aus. Aber schön. Samen. Niederried. Hergiswil vor der großen Wand. Brienz. Brienzer See. 10 Kilometer vor Grindelwald. Muss ich noch irgendwas dazu sagen? Ich glaube nicht, oder? Meine zweite Nacht, das ist mein Nachtparkspot. Mal sehen, wie oft die Kirchenglocken mich wecken. Bin ich schon gespannt. Eigentlich stört mich sowas nicht. Schauen wir mal. Und hier ist das Finsterahorn. Das ist 4300 Meter hoch. Achso, und ich bin in Grindelwald. Jetzt gibt es erstmal Armut und schon mal. Hier gibt es Kuhglocken. Ja, mal sehen, ob ich noch eine Kuh finde. Wow, schaut euch mal das Bergglühen an. Wie schön das aussieht. Schaut mal das Abendrot an. So schön. Und morgen früh habe ich genau an der anderen Seite die Morgensonne, den Sonnenaufgang. Ich weiß nicht, wie der dann über den Berg schaut, aber auf jeden Fall ist es wunderschön hier. Ich bin noch mal aus dem Auto geklettert und schaut mal, wie schön die Kirche aussieht. Und die Grillen singen hier. Weiß nicht, ob man die Berge hier auch erkennen kann. Da ist eine Bergstation. Und da sind die mit dem Schnee bedeckt. Da fliegt ein Flugzeug. Morgens hatte ich Besuch vom Ordnungsamt. Obwohl ich Parkgebühren für 24 Stunden bezahlt hatte, habe ich eine Verwarnung bekommen, weil Campen verboten ist. Ich habe richtig, richtig gut geschlafen. Und vor allem, wenn man so vorher denkt, irgendwie es wird kalt oder so hier auf über 1000 Metern Höhe. Es war überhaupt gar nicht kalt. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr in Serbien, glaube ich, war das. Da war es auch tagsüber so, so heiß. Und nachts, da habe ich dann verpasst zu gucken, wie hoch ich bin und habe richtig gefroren. Diesmal habe ich natürlich nicht verpasst zu gucken, wie hoch ich bin, weil man sieht ja, dass es ziemlich hoch sein muss. Und ich habe mir alle Decken bereitgelegt und Socken angezogen und es war absolut nicht kalt. Eine dünne Decke hat gereicht. So, aber jetzt geht's erstmal ans Frühstück. Tschüss, Grindelwald. Bis bald mal wieder. Ich komme ganz sicher wieder. Wie ihr hier seht an den ganzen Touristen, hier sind super, super viele Asiaten. Und ich war auch schon mal auf dem Jungfraujoch-Gletscher. Und es ist tatsächlich so,
dass man dort mit Ellenbogen sich Platz verschaffen muss, um in den Zug überhaupt zu kommen. So touristisch habe ich es an noch keinem Spot der Welt erlebt, wie hier zum Jungfraujoch-Gletscher zu fahren. Und tatsächlich ist es auch super, super teuer. Die Fahrkarte kostet über 200 Euro pro Person. Aber ich muss gestehen, das muss man mal gemacht haben. Es ist schon sehr beeindruckend. Wow, da oben die ganzen Gleitschirmflieger, schaut mal. Anja fliegt da. Ich bin übrigens in Interlaken. Da immer noch der Thuner See. Ich bin kurz vor der Stadt Thun. Die ist jetzt ungefähr noch 10 Kilometer entfernt. Ich denke mal, da vorne ist sie schon zu sehen. Erlenbach. Jetzt bin ich in der Gemeinde Boltigen. Und schaut euch mal diese schönen alten Bauernhäuser hier an. Oh, ich liebe sowas. Am liebsten würde ich in jedes Haus reingehen und mir das von innen anschauen. Jetzt komme ich ins Simmental, was auch noch zum Berner Oberland gehört. Richtig schön von Weitem jetzt schon. Ich will mal noch ein bisschen zur Realität sagen. Man kann ja nicht nur das Schöne zeigen. Also ich fahre hier schon seit, weiß nicht, 10 Kilometer mit 60 km/h hinter diesem LKW hinterher, der mir so ein bisschen meine Aussicht vermiest. Juhu, der LKW ist weg. Ich darf hier jetzt einen Pass hochfahren. Bin ja nicht so ein Passfreund. Da mag ich es natürlich, wenn LKWs vor mir sind, weil die mir ordentlich Platz verschaffen. Hier so zum Beispiel, das ist mir einfach alles zu eng. Aber gut. Auf einem Pass hat man mal eine sehr gute Aussicht und die werde ich genießen. Run to the hill. Kurzes Zwischenupdate. Ich bin hier auf dem Jaunpass, 1500 Meter hoch. Und ja, wollte mir einfach mal hier oben die Gegend anschauen. Ist richtig, richtig schön. Hier sind so Wiesen, die Zikaden oder die Grillen, die singen hier. Da ist eine Alpkäserei und ja. Allerdings ist das hier so ein bezahlter, ich kann ja mal hingehen, was es kosten würde, wenn man hier steht. Wartet mal, ich drehe mal um. Also, erste Gratisstunde, also eine Stunde gratis. Kannst du eine ganze Woche hier stehen für 20 Schweizer Franken. Ist fast so teuer, wie ich jetzt in Grindelwald bezahlt habe. 3 Tage 15, 2 Tage 10. Also ist schon okay. 2 Schweizer Franken für 2 Stunden hier oben ein bisschen wandern. Das finde ich okay. Dafür ist hier gut erhalten alles. Und ja. So, jetzt steige ich aber wieder in Venna ein und dann schalte ich die Timelapse wieder ein und dann könnt ihr wieder mit runterkommen. Übrigens, so sieht's aus. Da läuft dann die Timelapse und ich mache tatsächlich jeden Tag hier das Fenster, habe mir so einen Insektenentferner geholt, weil sonst würdet ihr wahrscheinlich gar nichts sehen auf der Timelapse. Schwierig ist, wenn keine Tankstelle da ist, wo ich ein bisschen schrubben kann, so wie hier jetzt. Lasse ich es kurz einwirken, dann suche ich mir ein Tuch und schruppe, so dass es alles wieder sauber ist. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp für euch. Ich habe ja gerade die Scheibe geputzt, wollte jetzt nochmal mit Wasser nachspülen, habe also die Scheibenwaschanlage angemacht und der hinter mir fuhr, der hat sofort einen langen Sicherheitsabstand gehalten. Vorher ist er mal ziemlich dicht aufgefahren, hat so ein bisschen gedrängelt, was ich überhaupt nicht leiden kann, weil mich das in Panik versetzt, schneller zu fahren.
Und seitdem ich die Scheibenwaschanlage betätigt habe, ist der weit weg gewesen. Ja, die Tropfen, die gehen ja bis nach hinten und macht man automatisch den Hinternachbarn nass. Tatsächlich bin ich jetzt hier in Jaun, so wie der Pass auch heißt, Jaun-Pass. Und das ist jetzt hier schon die französische Schweiz, denn die Straßen heißen nicht mehr Straßen, sondern Rue. Ich finde, sieht hier gleich irgendwie ganz anders aus. Tatsächlich eher französisch und nicht so schweizerisch. Aber auch schön. Ich bin jetzt auf der Höhe von Lausanne. Den See habe ich in Blickweite. Und es sind genau noch 47 Kilometer bis nach Frankreich. Und da ich ja nicht Autobahn fahre, brauche ich dafür noch 50 Minuten. Und ich bin jetzt schon ganz schön müde, weil hier die französische Schweiz an dieser Stelle ist gerade nicht so spektakulär und das ermüdet ganz schön, aber ich werde gleich noch einen Eiskaffee trinken, habe ich ja mir einige von eingepackt und ich hoffe, dass ich dann wieder wach werde und ihr seht, wo Google mich hier lang führt auf so Feldstraßen. Da ist die Autobahn. Durch und dann geht es hier über die Felder weiter. Ist auch nicht schlecht, man sieht ganz viel vom Land, aber wenn es nicht so spektakulär ist, sondern eher langweilig, ist es doch recht ermüdend. Dieser Berg da vor mir, der sieht schon sehr spektakulär aus. Nach links und nach rechts ist kein Ende in Sicht. Ich vermute, dass dahinter schon Frankreich ist. Weiß nicht, ob ich drumherum oder drüber wegfahren werde. Ich bin schon ganz gespannt. Also, ich weiß es jetzt, es geht drüber hinweg. Es fangen schon die ersten Serpentinen an. Und ja, ich bin gleich in Frankreich. Juhu! Laut Navi sind es noch 23 Kilometer. Schauen wir mal. Freue mich. Ich stehe hier an einer Autobahnraststätte im Schatten und mache ein bisschen Dehnübungen. Ich wollte heute noch richtig viel schaffen, dass ich morgen nicht so weit fahren muss. Ich bin jetzt 500 Kilometer in etwa vor Bordeaux, also ein bisschen hinter Lyon. Und die Strecke ist jetzt noch extrem. Und dann geht es ja schön langsam und in Ruhe weiter. Das ist meine Strecke von Grindelwald nach Bordeaux. Ab Lyon bin ich nur noch Autobahn gefahren und das war sehr, sehr anstrengend. So, das war eine sehr, sehr anstrengende Fahrt, aber schaut mal, das hat sich gelohnt. Ich bin in der Nähe von Bordeaux und hab's gar nicht mehr weit zum Meer. Das scheint hier so eine Art Hafen zu sein. Aber warum hier so Niedrigwasser ist, ich weiß nicht, ob ich das noch rausbekomme. Auf jeden Fall heißt der Fluss Garonne. Und wenn er steht hier richtig perfekt, dann kann ich nämlich morgen früh endlich mal Yoga machen und frühstücken hier hinter. Das fehlt mir echt seit 3 Tagen. Ich merke es schon wieder an meinen Knochen. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch.
Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Kanal abonnieren. Bis bald!